Sehr geehrte Gäste, herzlichstes ein Dank an den Aufwärts, diese Scholz-Patriot von Antwerpen. Kommend ist sie auf dem Weg nach Wysotsk, das liegt im finnischen Meerbusen, um dort eine erneute Ladung Rohöl aufzunehmen. Zurzeit fährt die Scholz-Patriot komplett in Ballast. Sie ist 189 Meter lang, 32 Meter breit, 6,50 Meter der Tiefgang. Sie wurde im Jahre 2008 auf der Lindenau-Werft in Kiel-Rödenau gebaut. Ist einer der modernen Doppelhöhlenschiffe, die auch sehr sicher dadurch sind. Eine Maschinenleistung von 15.020 PS, eine Reisegeschwindigkeit von 16 Knoten. Und das Schiff kann rund 50.772 Kubikmeter Ladung aufnehmen. Ein reiner Rohöltanker.